Willkommen zu einem neuen Vlog. Oh mein Gott, was für ein Stress am frühen Morgen. Wir fliegen, also ich fliege mit meiner Tante in die Karibik, in die Domrep mit Zwischenlandung und das ist so ein Stress. Ich habe keine Zeit zu vloggen. Mit Zwischenlandung sogar. Ich werde euch mitten in den ganzen Urlaub, könnt ihr euch auf karibische Vlogs freuen und ja, wir steigen gleich ins Flugzeug, ins erste, dann ins zweite. Oh mein Gott, ich bin schon so nass geschwitzt. Und ich habe ja so einen Mini-Koffer dabei fürs Flugzeug, falls der große verloren geht. Und der wurde gerade kontrolliert. Der wurde aufgemacht und kontrolliert. Und ich so, nein. Die dachten wahrscheinlich, keine Ahnung, was ich da drin habe. Aber deshalb, was haben sie denn da drin? Ja, ich habe Kurkuma, Gerstengras, meine goldene Milch und einen Becher mitgenommen. Weil ich das morgens immer trinke, die goldene Milch. Also, was ist das? Und dann muss ich ihm sagen. Und dann nochmal diese Tabletten, Reisetabletten gegen Durchfall, Vitamine. Also meine Reiseapotheke quasi. Und ich denke, das war das Problem. Aber das ist halt, wie gesagt, in Pulverform nicht flüssig. Von daher, ja, war es in Ordnung. Aber dann habe ich dieses Ding nicht mehr zu bekommen im Stress. Und ich bin so gestresst, Leute. Ich bin so gestresst. Ich habe mich noch nicht mal vom anderen Urlaub erholt und schon der nächste in Planung. Naja, ich nehme euch mit, ich werde für euch vloggen. Freut euch drauf, meine Tante ist schon fertig. Also es geht weiter und bis gleich. So Leute, wir sind jetzt in Madrid gelandet und hier regnet es und wir waren 3 Stunden unterwegs und jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt umsteigen und fliegen 10 Stunden und mein Minikoffer war übrigens im Frachtraum. Ja, genau, also musste ich am Flugzeug abgeben. Und jetzt, ach, und da waren nur 2 Sitze. 2 Sitze links, 2 Sitze rechts. Und, aber wir hatten viel Beinfreiheit. Und jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, ey. Ich bin jetzt schon fix und alle. Aber so als Tipp, ne? Ihr könnt Essen mit ins Flugzeug nehmen. Wir sind jetzt in Madrid und wir haben uns hier voll verirrt. Wir müssen jetzt irgendwie mit dem Zug fahren. Wir müssen essen und es ist noch 23 Minuten. Und irgendwie müssen wir jetzt noch mit dem Zug fahren. Am Flughafen, zum Flughafen. Leute, hier am Flughafen ist die Hölle los. Ey, wir haben schon 3.16 Uhr. Wir warten hier auf den Kackbus im Flughafen drin. Hier sind so viele Menschen, Leute. So viele Menschen. Das ist nicht normal. Und das zu Corona-Zeiten. Also das ist hier echt eine Katastrophe. Also ich bin fertig. Und dann sagt er mir so, ja, morgen 8.30 Uhr Treffpunkt. Ich zeige ihm den Vogel. Ich sag nein, ausschlafen. Ja, also 9 Stunden sind wir noch geflogen. Ey, das Flugzeug war voll gewesen. Aber es war okay, das Essen war okay. Es gab deutsche Filme. Ich habe 3 Filme geguckt.
in meiner Kopfhörer sogar noch bekommen. Aber das Doofe war, ich konnte mit meiner Tante nicht zusammensitzen. Wir saßen getrennt, also ne, mit dem Gang zwischen, also da war so ein Gang zwischendrin. Und ach so, das Wichtigste, wir mussten jetzt keinen Impfpass zeigen und oder keinen Test. Also es wurde weder in Düsseldorf kontrolliert noch in Madrid. Also falls ihr in die Domrep wollt, braucht ihr nichts. Ja, ansonsten gab es da noch Kissen und Decken. Also das war okay, aber das Problem war auch noch, die haben dort nur Spanisch gesprochen und Englisch. Aber die Filme gab es auch auf Deutsch. Aber sonst Spanisch, Englisch, ich habe nichts verstanden. Und wir haben 3.18 Uhr. Ich bin fix und fertig. Aber ich habe meinen Koffer gefunden. Und ich muss sagen, mein Koffer ist diesmal nicht so voll. Ich hatte noch Platz und ich hatte 18,5 Kilo. Genau, und ich habe die Rollen, die gehen in alle Richtungen. Das heißt, ich bin schnell unterwegs. Wir haben auch alles ganz gut gefunden. Nur, es war, ach so, das mit dem Gewicht. Also in den Reiseunterlagen stand ein anderes Gewicht bei den Koffern. Bei der Fluggesellschaft stand ein anderes Gewicht. Und am Flughafen war dann ein Gewicht zwischen den beiden. Also keins der beiden hat gestimmt. Ja. Naja, wir warten jetzt auf den Bus und dann geht's ins Hotel. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ach so, und der Flug hatte 5 Stunden Verspätung. Aber da haben wir, glaube ich, 3 Tage vorher eine E-Mail bekommen, dass sich die Flugzeiten geändert haben. Ja. Das war auch nochmal so ein Ding. 5 Stunden haben wir schon verloren und ja, bald sind wir 24 Stunden auf den Beinen, ne? Ist nicht ohne. Also lange Streckenflug mache ich auch nicht mehr. Das war mein allerletzter. Ich hatte wirklich so viel, also das war diesmal wirklich ein Horror für mich. So Leute, 5.07 Uhr, wir sind endlich da. Noch eine Stunde, dann bin ich 24 Stunden wach. Yay! Der Bus ist weg, da könnt ihr ihn noch sehen. Nee. Wir waren die Ersten, die ausgestiegen sind und die Einzigen tatsächlich. Ja, habe ich mal wieder einen Schnapper gefunden. Obwohl, das erinnert mich irgendwie an das Hotel, wo ich schon mal war. Nur da war da die Rezeption. Aber von außen sieht das ein bisschen ähnlich aus. Und hier, genau, da. Oh mein Gott, es ist nicht dasselbe Hotel. Es ist auch ein ganz anderer Ort, aber... Ich bin so müde, Leute, ich bin so müde. Jetzt gehe ich gleich schlafen. Leute, ich rieche hier Party, aber wir gehen da nicht hin. Da ist Party. Oh mein Gott, Leute, da muss ich hingehen. Was wollte ich sagen? Ey, viel Papierkram wegen Corona, ich sag's euch. Viel Papierkram wegen Corona. Ansonsten braucht ihr wirklich für die Reise nur Reisepässe. Mehr nicht. Reisepässe und das E-Ticket, den Code, mehr nicht. Wirklich, mehr, noch nicht mal fürs Hotel braucht ihr was anderes. Und der hat sogar Kopie von Reisepässen diesmal gemacht. Und ich musste so viel unterschreiben und ich wusste gar nicht, was ich unterschreibe. Ja, wo sieht's aus, Leute? Oh mein Gott, aber das ist richtig schön hier. Also was ich jetzt sehe, ich bin begeistert. Ich hoffe, die Zimmer sind auch so gut wie die Außenanlage. Oh, ihr seht mich gar nicht, es ist stockdunkel. Ich sage ja, 24 Stunden wach. Oh mein Gott, so weit laufen. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo, willkommen. Ja, komm rein. Ich zeige euch jetzt hier unsere Roomtour. Also ich muss sagen, für den Preis bin ich begeistert. Und um das zu sagen, muss echt viel passieren. Weil wir haben hier viel Platz. Das Zimmer ist groß. Guck mal, hier ist ein Kühlschrank. Da ist unser Safe. Der Safe kostet 2 Dollar pro Tag. Genau, 2 Dollar pro Tag. Und hier, hier ist unser Kleiderschrank. Guck mal. So ein begehbarer Kleiderschrank sogar noch. Guck mal hier.
Also, was denn? Ach so, egal, schneide ich raus. Guck, ist hier auch noch ein Spiegel? Aber nicht, dann zeigt der Spiegel nicht. Dann filmen geradeaus. So. Also den Balkon kann ich euch morgen zeigen. Hier ist das erste Bett, das ist riesengroß. Hier ist das zweite Bett, wer schläft wo, wissen wir auch noch nicht. Hier ist so eine Sitzecke. Und hier ist so, ach guck mal, oh, hier steht mein Name. Guck mal, wir haben Pralize bekommen. Ey, das ist echt gut, das Hotel. Ey, mir gefällt das. Richtig gut. Und das Badezimmer hier. Komm. Das ist, hier sind auch, warte, ich mach das. Ich sehe mich auch schon wieder Spiegel. Also hier seht ihr so eine Dusche begehbare. Hier bin ich. Hier sind 2 Flaschen Wasser. Und hier ist die Toilette, Mülleimer, Handtücher. Hier sind diese Sitzecken. So Leute, wir haben jetzt 6.35 Uhr deutsche Zeit, das heißt 24 Stunden wach. Ich verabschiede mich für heute. Ich war jetzt duschen, habe meinen Krempel ausgepackt und ich gehe jetzt... Oh, eine Sache habe ich vergessen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. Genau, ihr findet alle Playlists von den Karibik-Vlogs in der Infobox. Ja doch, in der Infobox, genau. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, damit die Kasse klingelt. Katsching. Nicht vergessen und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüssi.